Wenn wir schon mal dabei sind und gerade gut vorankommen. Ist das Tainted oder normale Bethany? Außerdem schon wieder Hush und der Lamb. Wirklich, wollt ihr mich verarschen? Ist das Tainted oder normal? Tainted? Tainted Bethany, Hush the Lamb. Ach du meine Fresse. Ich meine, fehlt mir alles noch? Kann man nichts gegen sagen. Rainbow Baby, das ist auch ein gutes Pickup direkt. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich mit Tainted Bethany vernünftig schnell unterwegs sein soll, aber das ist okay. Beim letzten Tainted Bethany Run, der auf YouTube kam, hat jemand irgendeine Stelle, ich habe nach dem Boss sind ein paar Herzen gedroppt und die habe ich dann irgendwie nicht mitgenommen. Hat jemand Timecode gemacht mit der Stelle und sollte man mit dem Charakter nicht, weiß ich, ob ich diese Stimme wähle, aber es scheint mir angemessen zu sein, soll man mit dem Charakter nicht rote Herzen mitnehmen? Das ist ein echt hilfreicher Tipp, muss ich sagen. Ich werde direkt in der Zeit zurückreisen und zwei Pickups mitnehmen in dem Run, der sowieso mit sehr viel Abstand gewonnen wurde. Okay? Schnelle erste Ebene, meine Freunde! Schnelle erste Ebene. Ist immer komisch, wenn Leute das unironisch machen. Sehr, sehr bizarr. Gott. Lil Haunt ist ein absoluter Gönner hier gerade. Ja, weiter geht's. Nicht lang schnacken. Mein Gott, ernsthaft, Lil Haunt gerade. Lil Haunt. Wurde Lil Haunt gebufft? Kann das sein? Weil früher war es ja immer so, dass Lil Haunt erstmal 3 Jahre gebraucht hat, bis er überhaupt angreift. Aber nein? Warum greift Lil Haunt dann die ganze Zeit an? Der braucht doch eigentlich immer erst ein paar Sekunden, bis er anfängt anzugreifen. Aber aktuell ist er ja gar nicht aufzuhalten. Dann Bethany habe ich zwar fertig, aber ich kann mich absolut nicht an ihr Gimmick erinnern. Das ist das Slammygeddon. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Oh, oh. Lil Haunt auf den ersten Ebenen schwer in Ordnung. Lil Haunt auf den ersten Ebenen hervorragend, würde ich fast sagen. Ich meine, Lil Haunt clearet einfach alle Räume instant. Nicht instant, aber schon ziemlich schnell. Ich finde nur keine Bomben. Backstabber. Ich finde nur keine Bomben, was ein bisschen nervig ist. Ich würde nämlich echt gerne den Tinted Rock mitnehmen. In Repentance wurde die Range gebufft, aber sonst nicht. Okay. Tears up! Eine absolute Gönnung! Eine absolute Gönnung ist das. Oh, oh. Nein, nein. Mein Rainbow Baby. Also okay, wir haben noch die Burgertiers. Mach mal Lil Haunt, ich will da nämlich echt nicht runter. Zumindest bei den roten Fleischklopsen will ich nicht. Oh, ein richtiger Fleischklops. Da kriegt man ja Appetit. Dead Eye. Dead Eye ist natürlich auch stark. So, ich könnte jetzt an sich nach dem Siggi schauen, aber ich glaube... Ich glaube, ich werde erstmal meine Bombe aufheben für... Na gut. Ich wollte gerade sagen, falls noch ein Tinted Drop kommt, aber... Nee, die goldene Kiste nehmen wir mit. Nee, du. Oh, stark. Stark. Der kann jetzt nicht sprinten, wenn ich richtig liege, oder? Weil er gefiert... Oh mein Gott, das war...
war fucking stark. Devil Deal wäre fucking dämlich mit Tainted Bethany, richtig? Weil sie keine roten Herzen haben kann. Oder kostet Deals nur ein Soul hat wie bei Blue Baby. Aber wenn sie nur ein Soul hat, kosten, gehen wir rein. Wenn sie mehr kosten, gehen wir nicht rein. Und der Metroid Prime Video hat auch einen Kommentar geschrieben von wegen, oh, bei 3,48 meinte Mori wohl, ah ja, der Typ, den habe ich auch gelesen, der einen riesigen Vortrag darüber geschrieben hat, dass ich statt Gravity Suit irgendwie Warrior Suit geschrieben habe und dass ich vielleicht gar kein echter Metroid Prime Fan bin und sowas. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich denke, bei Blue Babies gebe ich das nur ein Herz kostet. Ich denke auch. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Wir sagen einfach, es ist ein Blue Baby Gimmick. Der bei dem Metroid Prime Video hat aber generell einige sehr unzufriedene. Er hat, glaube ich, 3 Kommentare oder so geschrieben mit irgendwelchen komischen Kleinigkeiten. Er wollte so dringend, dass ich kein echter Metroid Prime Fan bin und meinen, ja, okay. Okay, von mir aus. Triple Shot. Es weckt doch Erinnerungen. Nur diesmal bringt er sogar was. Paralysis. Das bringt nicht so viel. Manchmal muss man einfach sein liebstes Gamecube-Spiel gatekeepen. Vor Leuten, die es auch ewig gespielt haben. Ich weiß auch nicht. Ah, die Flöte. Ist jetzt erstmal schlecht, aber was soll's. Und da ist der Shop. Blue Map. Dann nehme ich direkt noch eine Bombe mit und dann würde ich sagen, wir nehmen noch die guten Ziggy mit. Wollen wir Bun-Bingo spielen? Ich sag nämlich... Habe ich die Bombe jetzt nicht gekauft? Habe ich einen Schlüssel jetzt gekauft statt der Bombe? Ich sag nämlich, heute wird noch jemand gebannt in dem Stream. Nicht genug Geld? Oh, mies. Los, Sugar Plum, dann mach mal dein... So ein schlechtes Item. Auf einmal wird kein einziger Emote mehr geschrieben, das ist ja komisch. Ist heute kein Motter eigentlich? Keine Ahnung. Ich habe keine Bombe, ich habe nichts, aber wisst ihr was? Wir gehen weiter. Außerdem von Catcher, 19 Monate Restart benutzt, Name 97, 37 Monate Kirby, 36, Kabura Pixel, 2 Monate Edio, 34, Kressler, 2 Monate Raymando, 14, Turani Slav, frischer Sub, oh Gott, Igala, frischer Sub, Toni, 4 Monate Resub, Mausbrücke, 30 Monate. Okay, ich glaube, das war's. Vielen lieben Dank. Ich meine, ist das Gameplay einfach zu hitzig, da achtet man nicht auf die Resubs, versteht ihr? Okay. Jo, kann man mal machen. Dankeschön. Liebes Videospiel. Ist ein guter Raum für Tainted Bethany. Scheinbar existiert der Raum. Der Raum existiert scheinbar überhaupt. Das war wild. Das war wild. Dummes Robo-Baby will ich nicht wirklich haben, aber was soll's.
Oh, oh. Jetzt habe ich alle meine guten Items verloren. Hauptsächlich den Triple Shot. Na Quatsch, oder was auch immer das war. Oh, der fehlt. Nein! Jetzt ist alles weg. Das ist nicht schön. Ich habe Adrenalin, aber das bringt mir, glaube ich, nichts, wenn ich keine roten Herzcontainer habe. Sag mal, ich bekomme halt echt keine Bomben aktuell, oder? Benutzt Levigetton, Punkt, Punkt, Punkt. Ich will es doch, wenn er in dem cooleren Itempool benutzen. Ich will es im Angel Deal verwenden oder so. Oder nicht einfach hier jetzt. Keine Ahnung, was ich überhaupt hier drin erwartet habe. Und da sind Bomben. Dankeschön. Technology Baby, übrigens gutes DPS-Upgrade für mich. Oh mein Gott, warum sind die jetzt alle gestorben? Was? Was, Backstabber? Der alte Backstabber. Oh mein Gott, Sugarplum macht was! Ja, es hat sogar eine Menge gemacht. Wenn ich jetzt eine Bombe hätte, das wäre das Leben. Was passiert denn jetzt? Oh. Soy Milk? Okay. Ja, gehen wir mal weiter. Oh, ich hätte zwei Bomben holen können in einem Raum. Alles okay. Wie viel Schaden mache ich? Eins. Das ist nicht so gut. Meine Feuerrate steigt noch ein bisschen an, wenn ich in dem Raum keinen Schaden nehme. Oh Gott, oh Gott, oh, das ist grauenhafter Damage. Oh, Tears ab. Plus 4. Was ist das für eine Feuerrate hier gerade? Problem ist, dass es immer noch echt nicht stark ist. Aber es ist ziemlich cool. Ich habe zwei Bomben. Es ist aber extrem cool. Verrate von 35, du meinst 38. Oh, 7 Seals? So ein nettes Pickup. Wenn ich noch ein paar Schlüssel habe, dann gehen wir auf jeden Fall auf die große Kiste. Shit, hier war ich schon. Ich weiß nicht, ob ich mit 5 Schlüsseln dafür schon bereit bin. Muss ich leider sagen. Au. Als ob irgendeine Träne hier gerade durchgegangen ist. Nicht euer Ernst. Haben wir ein paar Batterien? Da hätte ich nämlich Lust drauf gerade. Was, mein, lebt der einer noch? Oh mein fucking Gott. Er gibt keine Batterien, er gibt Münzen. Hätte ich ihn ja komplett falsch eingeschätzt. Ich würde sagen, der Bild ist schon so ein bisschen scheiße. Libra. Es war wohl soweit unser Säumig-Bild. Aber okay. Seven Seals, das Hauptitem, das mich in Runs getötet hat, als Tainted Lost. Oh. Oh nein, warte. Ich überlege noch. Ne,
nehme die Hungry Tears auf jeden Fall mit. Komm, und dann machen wir noch mehr Feuerrate. Oh Gott. Was ist das denn jetzt? Oh mein fucking Gott, was ist hier, was ist passiert? Das ist die schlimmste Kombination überhaupt. Meine Tränen fliegen nicht mehr. Meine Feuerrate ist auch miserabel. Ach, was... Was eine Scheiße. Was eine Scheiße. Vielleicht bekommen wir aber noch Conjoined zusammen. Das ist auf jeden Fall der ultimative Robo-Baby-Build hier gerade. Moment. Shrink uncleared Boss Room fully recharges your active item. Oh, ich habe Libra verloren. Finde ich das gut? Finden wir das gut hier gerade? Jetzt, wo ich Säumig wieder habe. Ich denke, das ist okay, ehrlich gesagt. Hat ein bisschen was von dem Run gerettet. Gut ist aber auch nicht. Warum habe ich auch die zwei Shit-Items mitgenommen? Ich wusste, dass es schlecht wird, weil ich dachte mir, na, so schlimm wird es schon nicht. Wird bestimmt ganz nett. Und es wurde so schlimm. War ich schon im Goldraum? Ja, Robo-Baby 2.0. Ich glaube noch nicht im Shop auf der Ebene, oder? Nee, da war Keeper drin. Nee, wir waren überall. Das macht überhaupt nicht so viel Schaden, wie ich zunächst dachte. Das macht grauenhaften Schaden. Ja, der will kann nicht schaden, denke ich. Pretty Fly. Das ist ziemlich gut. Ich glaube, die Anti-Gravity-Tiers haben es wirklich gekillt. Ja, wahrscheinlich, aber mal schauen. Noch ist nicht aller Tage Abend. Sag ich heute zum zweiten Mal übrigens. Nein! Na, der Shotspeed hat ein bisschen gerettet. Ich will sein, der Shotspeed hat ein bisschen gerettet. Nicht viel, aber ein bisschen. Okay. Da kann man eine lustige Reihe machen. Gib mir das Herz. Wahrscheinlich, dass wir ein Angel bekommen, ist nicht zu gering. Und in dem Angel-Deal können wir uns dann nochmal ein paar Items genehmigen. Und wer weiß, was die Wisps dann noch bringen können. Ich hasse übrigens Worte wie Wisps oder was ich auch für das PSP-Video sagen musste ein paar Mal, war Discs. Und Discs ist auch fürchterlich auszusprechen. So am Rande. Sack of Pennies. Brauchen wir nicht wirklich, aber das ist okay.
Na, ich glaube, ich nehme lieber Rauswappen als Hanged Man mit. Für den Fall der Fälle. Hallöchen. Freunde, 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 Freunde. Der Boss Rush könnte doch interessant werden. Also ich wollte noch schnell zum Goldraum gehen. Ich glaube, ich habe genug Zeit übrig. Oh, das wird ein interessanter Boss Rush, sage ich euch. Komm schon, wo ist denn der fucking Goldraum? Da ist er. Muss doch sein, der muss doch hier irgendwo sein. Okay. Wenn ich jetzt den Boss Rush deswegen nicht mehr erwische, werde ich so sauer sein. Da werde ich so sauer sein. Ich habe keine Ahnung, wie sauer ich dann sein werde. Oh, okay. Tainted Buffy kann ein Soul Heart haben. Okay. Der Boss Rush wird richtig interessant. Oh ja. Nein, 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 nein. Die hat mir jetzt nicht gerade wirklich Curse of the Tower reingedrückt. Lärm müssen wir machen, genau. Weil ich dafür Conjoint bekomme, okay? Oh mein Gott. Spoonbender. Weil warum habe ich Spoonbender zweimal mitgenommen? Das war dämlich. Es ist dämlich. Ich denke, das war schon ziemlich dumm. Ach, jetzt sind alle weg. Nein! Chaos, oh oh. Nein, es war definitiv ziemlich dumm. Hätte auch Technology nehmen können? Nein, Technology senkt mein Damage noch weiter. Ich glaube, Technology 2 wäre nicht gut gewesen. Aber egal, der Spoonbender ist mir wichtig, okay? Dass wir das mal nicht vergessen hier. Ich würde sagen, inzwischen ist das ein ziemlich akzeptabler Bild geworden. Was will dir sagen? Oh, geh weg. Wenn ich getroffen werde, regnet es Bomben. Ich hoffe natürlich nicht, dass es passiert, aber wenn es passiert, dann wird es unschön. Mom's Heals. Range Up. Range Up ist nicht verkehrt für diese Combo. Selbst der Damage ist nicht bad. Der Damage ist absolut, er ist absolut gut. Ich wollte gerade sagen, absolut fantastisch. Aber so gut ist er dann doch nicht. Aber er ist schwer in Ordnung. Und wenn ich die Backsteps bekomme, dann ist er wirklich fantastisch. Terra! Das ist doch gar... Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Wann holst du dir die Mod, die die Wellen anzeigt? Keine Ahnung, ich vergesse immer, dass die existiert. Ich würde sagen, ich brauche sie nicht wirklich, aber... Ja, würde wahrscheinlich nicht schaden, aber... Nee. Dick Dead. Holy Mantle! Na, den lasse ich mir doch gefallen. Wollte gerade sagen, kommt hier nicht noch jemand? Zum Holy Mantle sage ich ja nicht nein.
Vor allem auf dieser Ebene, wo mir gerade auffällt, ich habe so gut wie keine Soul Hearts. Upsi. Dann soll ich noch arbeiten. Was? Manchmal muss man auch einfach ein bisschen Glück haben, versteht ihr? Manchmal muss man auch einfach ein bisschen Glück haben. Manchmal muss man auch einfach ein bisschen Glück haben. Das müsst ihr verstehen. Das Problem ist nur, dass ich jetzt absolut keine, dass ich jetzt unfassbar langsam wurde, aber mal schauen. Bar of Soap gibt nochmal ein gutes Tiersub. Emperor-Karte, wichtig. Ach ja, ich habe vorhin die Devil-Karte gar nicht eingesetzt. Bin ich komplett vergessen. Ich glaube, ich habe gerade super viele Orbitals verloren. Und zwar für nichts. Gönn doch mal. Nicht die größte Gönnung. Nicht die größte Gönnung. Blue Cap. Stapler, sehr schön. Okay, Chaos habe ich wohl inzwischen wieder verloren. Das ist okay, das ist okay. Nächste Ebene! Will ich die Ebene machen oder will ich mich direkt zu... Wir machen den Secret Room mit und dann, warp ich mich, denke ich, direkt zu, wenn wir direkt die Emperor-Karte einsetzen. Das Gefühl, ich gehe sonst das Risiko ein. Oh, oh. Goldene Pille, ja oder nein? Ich sag nein. Ich sag nein. Sag ich nein? Auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss ich leider sagen, bei einem Run wie dem hier ist schon extrem hilfreich. Ich sehe nichts. Cricket's Head. Perfection. Lump of Coal! Wichtiges Upgrade! Money equals Power? Ebenfalls wichtig. Will ich die Karten noch holen? Kann mir nämlich noch den Super-Siegel mit, da können nämlich eine Menge rote Herzen drin sein. Müssen aber nicht. Rein, optional. Au! Oh, Squeezy. Squeezy ist so gut. Ach ja, und ich sollte dann demnächst noch rausquitten. Mir wird gerade wieder bewusst, dass ich, was ich sagen will. Oh Gott. Aber ich habe den Traktorbeam nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, dass ich irgendwas verloren habe. Ne, okay. Ach, die Pille wäre noch drüben. Ne, die Pille ist wahrscheinlich ganz aufgebraucht inzwischen. Ne, wir gehen weiter. Wir gehen zum alten Hashi. Bisschen mehr Speed würde halt nicht schaden. Hermit. Binky. Okay, Feuerrate geht nicht mehr höher. Ich habe kein Batterie-Item. Wir nehmen also die Nägel mit. Ja, und jetzt? Ups.
Oh, Lucky Penny. War doch ganz okay. Iron Bar. Okay, ich würde sagen, wir düsen direkt rein. Dann wiederum. Spricht wahrscheinlich nichts dagegen, noch den Dingens hier zu suchen. Crawl Space. Mir fehlt der Traktorbeam, sage ich euch. Der fehlt mir ungemein. Das Leben war noch in Ordnung, als wir einen Traktorbeam hatten. Ja, ist ganz kräftig soweit. Kann man mit arbeiten. Ich wünschte nur, ich hätte irgendwas in der Defensive, aber das ist okay. Wir schaffen das auch so. Habe ich irgendwas Defensives? Ich glaube nicht. Ist jemand auf Geschmack von Tented Bethany gekommen? Nö, nö, die wurde ausgelost. Fair und ehrlich. Da habe ich nichts mit zu tun. Oh Gott, ich verliere mehr und mehr Zeug. Ich habe die Säumig scheinbar noch. Ich habe einen Speed-Up verloren. Oh Gott, ich sehe doch so nichts, Hasch. Oh nein, oh nein, 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 nein. Ich verliere immer mehr Orbitals. Ich habe die Säumig noch als eins der letzten. Ich habe die Säumig nicht mehr. Wie viel Leben habe ich überhaupt? Noch donaten. Ich habe Money equals Power. Dementsprechend wäre Donate ein bisschen unnütz. Wonach fühlen wir uns jetzt als nächstes? Zeit ist jetzt eh egal. Wonach fühlen wir uns? Delirium? Oder The Lamb? Mir fehlt an sich halt beides. Du hattest Money equals Power. Oh, ich hab's nicht mehr. Okay. Lärm? Ich glaube auch, wir sollten der Lärm diesmal machen. Ich sollte aus dem letzten Mal gelernt haben, dass ich gedacht habe, ich mache, was ich will, und dann kam nichts Gutes bei raus. Ich habe Perfection noch, möchte ich mal eben anmerken. Speed down, das kann ich gar nicht gebrauchen. Gar nicht gut kann ich das gebrauchen. Vor allem bin ich jetzt eh nicht mehr so stark. Ich weiß auch gar nicht, ob Delirium wirklich drin wäre für mich. Ich habe eine Menge an Stärke eingebüßt in der Zwischenzeit, als meine Millionen Items verschwunden sind. Oh, Shot Speed Down ist eigentlich ziemlich gut. Aber Perfection ist besser. Ich werde Perfection eh verlieren. Nehmen wir den Shot Speed Down. Die Tränen werden nämlich stärker, je länger sie unterwegs sind, dank dem Lump of Coal. Ich glaube, mit weniger Shotspeed bekomme ich sie nicht so gut zusammen. Nee, ich glaube, mit dem Shotspeed ist keine gute Idee. Warum bekomme ich schon wieder Curse of the Tower? Lass mich doch in Ruhe mit der Scheiße. Unglaublich.
Auch eine wahnsinnig gute Ausbeute. Gutes Smarty-Videospiel, by the way. Danke, ich hab's nicht selber gemacht, aber danke. Ist kein so gutes Spiel. Ist ein sehr unterdurchschnittliches Spiel, würde ich sagen. Hey! Hey, das Scared Heart rennt einfach weg. Jetzt Perfection auch weg. Ich meine, war klar, dass es passiert. Komm jetzt her. Ich meine, war klar, dass es früher oder später passiert. Wir haben das hier nochmal. Mit dem Raum kann ich auch einiges anfangen. Och. Lucky Penny. Ich habe übrigens einen enormen Luck-Stat in diesem Run. Möchte ich mal so eben in den Raum werfen. So, ich habe noch die Socken, das heißt, ich kann über Stacheln laufen. Okay. Oh oh. Warum stimmt mein Internet gerade? Ich hab doch den Router neu gestartet. Was soll das denn? Absolut frech. Frech ist das. Da haben die Leute fast den guten Kampf verpasst. Und das war der gute Kampf. Weiter geht's. Und so habe ich Satan besiegt. Jo, ich glaube, der Stream lebt wieder, alles gut. Es hat geklappt. Nee, der Stream lebt nicht wieder. Ach, was ist denn jetzt schon wieder? Es ging doch alles wieder. Aber jetzt will das Internet wieder nicht mehr kooperieren. Das ist doch unhöflich, sowas. Magneto. Ziemlich mies. Wie geil ist eigentlich die Synergy hier? Anfangs dachte ich hätte den Run gekillt, aber wir haben uns noch... Das hat sich noch gefangen. Im Gegensatz zu meinem Internet, aber mal schauen. Mal schauen, ob sich das noch fangen wird. BFF. Das ist nicht verkehrt. Puh. Oh ja, Gott. Das ist ein Mini-Brimstone, den ich abfeuere. Das ist nicht so schön. Warum nehme ich Hermit überhaupt mit? Hermit bringt mir gar nichts. Miau. Ich würde sagen, wir gehen direkt zu The Lamb rein. Bin ich schon conjoined? Ja, ich bin schon ewig conjoined. Ich habe eine Menge Begleiter bei mir, wie du vielleicht siehst. Bumfriend. Komm, geh mal rein. Geh mal rein! Schön die Backsteps machen und wir haben gewonnen. Delirium! Delirium! Lass mich auch noch die Ebene fertig machen. Wir gehen zu Delirium. Ich glaube, das Portal sollte bestehen bleiben. Das hoffe ich einfach mal. Was ist denn mit dem Internet jetzt eigentlich schon wieder? Ist ja was? Lass mich mal eben einen geschmeidigen Speed-Test machen, okay? Ich mache noch den Run fertig. Dann mal schauen, was das Internet sagen wird. Aber aktuell sieht es nicht gut aus. Dabei lief es die ganze Woche gut und dann... Fucking Sonntagnachmittag. Auf einmal stirbt wieder alles. Nein, down ist er nicht. Ja, dass er down ist, habe ich vor Ewigkeiten gesagt.
Ah nein, jetzt wieder die Situation, wo die Leute irgendwie 3 Sekunden Delay haben, was super komisch ist. Und dann sagen sie, ja, läuft alles, aber was sie nicht wissen, ist die Sache, auf die sie antworten, ist, die liegt bereits 5 Minuten. Ich glaube 3 Minuten in der Vergangenheit. Das ist ein bisschen komisch, aber okay. Ich werde trotzdem noch Delirium versuchen. So, vielleicht bekomme ich noch ein paar zusätzliche Items, was eine ganz nette Sache wäre. Odd Mushroom. Oh, dass der HP abgibt. Der Odd Mushroom. Der gute. Wie stehe ich zu dem Brimstone, den ich immer wieder abfeuere, wenn ich einen Raum betrete? Ich glaube, ich bin nicht der größte Fan, ehrlich gesagt. Sick Room Items. 9 Volt. Rainbow Baby. Data Miner will ich nicht einsetzen. Jo, will ich nicht einsetzen. Das ist das alles, was ich dazu sagen kann. Delay ist wohl gerade ziemlich hoch. Ja, es beruhigt sich gerade auch gar nicht. Keine Ahnung. So, ich habe die Bitrate schon ein gutes Stück niedriger gestellt. Es hat trotzdem nichts geändert. Dementsprechend. Jo, es gibt, glaube ich, an dem Punkt nicht viel, was ich machen kann. Razor Blade. Nee. Lass mal. Lass es mal. Okay, da unten müssen noch 1, 2 Räume sein. Und dann... Dann geht's los. Dann schauen wir zu Delirium, was bestimmt super gehen wird. Ich habe keine Lust, die ganzen Münzen mitzunehmen, ehrlich gesagt. Ah, ich gehe direkt zu Delirium. Zwischendurch lebt der Stream aber wieder aktuell, muss man fairerweise sagen. Frage ist nur, wie lange. Ist wie damals, dass Delay zum Chat einen großen Faktor in Streams gespielt hat. Ja, yeah, da konntest du auf Hitbox streamen, die haben nicht so einen hohen Delay, habe ich gehört. Expansion Pack. Nicht sicher, was es macht, aber ist okay, nehmen wir mit. Wollte gerade sagen, ich glaube, es geht wieder, aber genau in dem Moment, als ich das sagen wollte, ist wieder auf Rot gegangen. Ach, wie auch immer, ich mach einfach mal den Run weiter. Das Herz mit. Schlüssel. Was ist Hitbox? Hitbox war so eine andere Streaming-Plattform. Drückt mir doch nicht einfach Libra rein. Das hat mein Damage und meine Feuerrate gesenkt. Ist das euer fucking Ernst? Was sollen daran ausgeglichene Stats sein, wenn einfach nur alle sinken? Warum bekomme ich überhaupt jetzt schon zum zweiten Mal wieder Libra? So ein Schwachsinn. Hitbox hatte fantastische Emotes. Okay, denke ich. Keine Ahnung. Jetzt nicht fantastisch. Dann war die Hälfte davon sowieso irgendwelche auch an dem Punkt schon vollkommen veralteten Rageface-Memes. Sind vielleicht 2 gute Emotes oder 3. Hallo, liebe Herzen. Die Arena da unten ist safe. Je nachdem, was für ein Item ist, werde ich vielleicht Frog Penny einsetzen. Ah, bei jedem der rostige Nagel, alles gut. Bei eh nur der olle Nagel. Ich wünsche wirklich, ich könnte die Items sehen. Das wäre super episch. Ich habe Brimstone-Bomben. Ich habe Brimstone-Bomben. Fuck!
ich jetzt nicht zu begeistert davon, ehrlich gesagt. Dass ich direkt bei dem gelandet bin. Noch haben eine viel kleinere Hitbox. Was soll ich denn damit? Wenn wir schon von Hitbox reden. Die ist schlecht. Aber generell, damage-technisch, ziemlich stark soweit. Falls euch das nicht aufgefallen ist. Ich würde mehr Backsteps hinbekommen. Bin nicht so ganz vergönnt. Oh. Ich denke, ich habe den Kampf gleich gewonnen. Wir haben die Knochen verloren. Schlechte Neuigkeit, die Knochen sind weg. Ah, ich habe gewonnen. K.O. Das hat nicht gerade lang gedauert. Es hat nicht gerade lang gedauert. Ich meine, da oben eigentlich für eine Rune gewesen. Oh. Die hätte im Kampf weiterhelfen können. Ja, egal. Wir haben es geschafft. Wir haben eine Menge geschafft. Ich habe Boss Rush geschafft. Ich habe Hush geschafft. Ich habe Delirium geschafft. Ich habe das Slammageddon freigeschaltet. Sag mal, habe ich jetzt Scented Baffle? Oh mein Gott! Ich hab Tainted Weapon eben diesen Run fast fertig gemacht. Was haltet ihr denn davon? Beziehungsweise, ich habe jetzt mit Tainted Weapon hier alle regulären Runs fertig. Das ist ziemlich stark.